Ihr Fußballfans, willkommen im verregneten Cardiff City Stadium. Ich möchte Sie herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir übertragen am heutigen Tage ein Qualifikationsspiel für den World Cup. Wales gegen Deutschland. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Bei der DFB-11 unangefochtene Rekordnationalspieler ist ja nach wie vor Lothar Matthäus, Buschi. Wolf, unglaubliche 150 Einsätze für Deutschland. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit jemand gefährden kann. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Jerome Boateng spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und einzige echte Sturmspitze ist Timo Werner. Und sie gehen damit in ihr zweites Spiel in diesem Turnier. Und wir schauen, wie sie sich heute präsentieren. Nun Boateng. Ballbesitz bei Boateng. Am Ball Boateng. Und nun Hummels. Ball ist bei Schulz. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Sie haben den Ball. Ja, da müssen Sie aufpassen. Und nun Boateng. Da ist Müller. Und jetzt Boateng. Toni Kroos am Ball. Und jetzt Hummels. Goretzka ist es. Sané. Werner. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Vokes. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt die Möglichkeit. Sané. Ball bei Hummels. Ball ist bei Schulz. Kimmich. Und nun Boateng. Ballbesitz Müller. Kimmich jetzt. Werner. Goretzka ist es. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Schöner Steilpass. Abgefangen von Kimmich. Pass auf die Außenbahn. Und Müller.
Werner. Timo Werner gibt den Ball ab. Bale. Ball kommt. Jerome Boateng macht dazu. Ecke kommt rein. Da können Sie erstmal klären. Jetzt Gareth Bale. Spielt per Kopf direkt wieder zurück. Jerome Boateng macht klasse zu. Aaron Ramsey. Sag mal was zur Favoritenrolle, Buschi. Also Wolf, bitte. In meinen Augen ist die deutsche Mannschaft hier der absolute Favorit. Das würde mich schon wundern, wenn sie das Ding nicht gewinnen. Nur Boateng. Da ist Müller. Jetzt Mats Hummels. Ball ist bei Goretzka. Nico Schulz. Nur Boateng. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Goretzka. Timo Werner. Thomas Müller, da schießt er. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ja, da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht. Und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Er kann es nicht fassen. Ecke kommt ins Zentrum. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Oh, sie stören früh. Gutes Pressing jetzt. Da hat er klasse gearbeitet. Leroy Sané. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus 11 Metern. Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Er macht das Tor. Guter Elfer. Super Elfmeter. Ja, er hat einfach das Selbstvertrauen in diesem Duell gegen Torhüter. Er bringt das Ding einfach im Tor unter, so wie hier. Starke Aktion. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
Kimmich hat ihn. Nun Hummels am Ball. Nico Schulz. Hummels am Ball. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Toni Kroos. Werner. Leon Goretzka. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Allen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Einwurf Deutschland. Und nun Hummels. Und nun Boateng. Kimmich jetzt. Da kommt der Pass auf außen. Toni Kroos jetzt. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Nico Schulz. Kroos. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen sie sich nicht beschweren. Aaron Ramsey. Allen. Vokes. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Nico Schulz. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Wir sehen es. Sie lassen sie kommen. Sané mit der Chance. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Das war eine Aufgabe. Der Schuss aus dieser Entfernung, am Ende aber nicht wirklich gefährlich. Ballverlust. Und nun Boateng. Hummels am Ball. Nun Mats Hummels. Ramsey jetzt am Ball. Vokes. Gute Aktion jetzt. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Sauber vom Ball getrennt hier. Ramsey. Ramsey! Da geht er weit am Tor vorbei. Boateng jetzt. Ballbesitz bei Boateng.
Jetzt Müller. Am Ball Boateng. Thomas Müller. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Allen. Und das Zuspiel auf Bale. Ganz energisch von Gareth Bale. Gut geklärt, aber Einwurf. Er holt sich den Ball. Gnabry. Werner. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Da verlieren sie den Ball. Thomas Müller jetzt. Lässt sich hier weit zurückfallen. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Timo Werner. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso. Der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Allen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da lasse ich den Ball gut laufen. Schöner Pass. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Durchatmen erstmal nach diesem Fehler. Nach dieser Unaufmerksamkeit. Aber dann ist er wieder da, verhindert das Tor mit der Parade und macht seinen Fehler wieder wett. Kimmich. Gnabry. Und Müller. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Werner. Und jetzt Müller. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Vokes. Das ist Ramsey. Und das ist der Ballverlust. Er passt ihn auf den Flügel. Und Müller. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke Gareth Bale. Kimmich hat ihn. Kimmich. Boateng jetzt. Kimmich jetzt. Nico Schulz. Goretzka. Werner. Ball ist bei Schulz. Jetzt Mats Hummels. Ball ist bei Goretzka. Guter Pass. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Weiter gefährlich. Neuer mit dem Ball jetzt. Da ist Kimmich. Toni Kroos. Schulz mit dem Ball. Goretzka. Werner. Thomas Müller. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion.
Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Torhüter ist da, kein Problem bei diesem Freistoß. Allen. Ball bei Bale. Ball ist bei Bale. Gareth Bale. Nun Kroos mit dem Ball. Hummels. Jerome Boateng. Wird Einwurf geben. Vokes. Kann er was draus machen? Geht dazwischen und hat den Ball. Und jetzt Hummels. Nico Schulz. Ballbesitz bei Boateng. Kimmich. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Goretzka. Jetzt vielleicht die Flanke. Sané. Der Ball geht auf Müller. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ja, das ist fast zu durchsichtig, dieses Zuspiel. Weg ist der Ball. Timo Werner. Joshua Kimmich hat den Ball. Ball soll zu Sané. Da können sie erstmal klären. Vielleicht die Konterchance. Der Konter läuft. Einwurf für die deutsche Mannschaft. Und nun Boateng. Schulz mit dem Ball. Goretzka. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Kimmich. Ecke jetzt, vielleicht können sie die Führung ausbauen. Ecke kommt von Kimmich. Gut gemacht, absolut sicher bei dieser Ecke. Allen. Jetzt Hummels am Ball. Ballbesitz bei Boateng. Kimmich. Boateng am Ball. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Goretzka. Und jetzt Boateng. Kimmich jetzt. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Kimmich. Nur Müller. Werner jetzt.
Toni Kroos. Er holt sich den Ball. Vokes. Lawrence. Ben Davis. Schöner Spielaufbau jetzt. Kommt jetzt die Flanke. Gibt Ecke. So, da wird die Nachspiel. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Ja, das ist ein guter Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Da wird er unter Druck gesetzt. Die Chance! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Allen. Kimmich jetzt. Nur Müller. Goretzka. Jetzt Hummels. Damit. Das ist Ramsey. Vokes. Pause also in diesem Spiel und wir hören's, die Fans sind nicht zufrieden. Der Unmut richtet sich gegen den Unparteiischen. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Es war ein Elfmeter. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und jetzt müssen sich alle auf die zweite Halbzeit konzentrieren.